und der Holger. Sein und eure Lichter brennen. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich willkommen heißen zum Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr. Der Volksmund sagt auch Totensonntag. Wir denken an unsere Lieben, die verstorben sind, die von uns gegangen sind. Und dieser Schmerz der Trauer, der ist an so einem Tag besonders präsent. Die Erinnerung wohl auch stärker, die Sehnsucht nach Trost noch größer.
Besonders für die Angehörigen der Verstorbenen in diesem Jahr ist alles etwas anders. Wir werden heute nicht hier, sondern auf dem Parkfriedhof die Lichter für die Verstorbenen anzünden im Rahmen einer Kurzandacht. Wir haben gedacht, wenn sehr viele Angehörige jetzt zum Ewigkeitssonntag in die Kirche kommen, dann wäre das im Rahmen unseres Hygienekonzepts zu viele. Deswegen haben wir das nochmal getrennt und feiern um 12 Uhr diese Kurzandacht am Parkfriedhof. Doch egal ob hier oder auf dem Parkfriedhof, wir wollen auch unserer Trauer begegnen. Gott will dabei sozusagen unsere Hand halten, wenn wir uns wertschätzend erinnern. Wir wollen aber ja nicht in der Erinnerung verharren, sondern nach vorne schauen, nach oben schauen. In der Hoffnung aufgrund einer Verheißung, die alles, was wir denken können, übersteigt. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Der Morgenglanz der Ewigkeit, der will schon jetzt in unser Herz hineinleuchten. Und darum singen wir dieses Lied, Morgenglanz der Ewigkeit, aus dem Gesangbuch. Im Namen Gottes, des Vaters, der uns einzigartig geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der aber auch auferstanden ist und den Tod überwand. Und im Namen des Heiligen Geistes, der unser Tröster sein möchte. Wir beten mit Worten des Psalms 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wir beten. Vater, wir trauern, wir dürfen trauern. Wir dürfen dankbar zurückschauen auf eine Zeit mit einem Menschen, der und die uns lieb und teuer wurde. Wir haben die Hoffnung, dass sie von guten Mächten wunderbar geborgen sind. Und du hast auch unsere Zeit in deinen Händen. Wir wenden uns dir zu, offen für dein Wort, für deinen Zuspruch,
für deine Verheißungen. Amen. Ich darf Sie bitten, zur Lesung aufzustehen, sofern es Ihnen möglich ist. Ich lese aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Das neue Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Selig sind die, die Gottes Wort hören und danach leben. Amen. Lassen Sie uns miteinander auf diese Lesung hin unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, was für ein Jahr! Es gibt viele Einschränkungen und Maßnahmen, da kann man ja sich dran gewöhnen, auch wenn es einem lästig ist, die Maske, dass man nicht verreisen konnte wie sonst überall hin. Man kann auch mal auf den Restaurantbesuch verzichten, das kann man ertragen. Aber was für viele in diesem Jahr unerträglich war, wenn der mir liebste Mensch im Krankenhaus liegt und ich kann ihn nicht besuchen. Und wenn dieser liebe Mensch dann noch allein sterben musste, ohne dass ich ihm die Hand halten konnte, unerträglich. So ist es in diesem Jahr manch einem ergangen und das verstärkt noch die Trauer, das ohnmächtige Gefühl. Und zum Zweiten, dass man in bestimmten Monaten keine Trauerfeier halten konnte, dass man nur im engeren Familienkreis zusammenkam, also die Trauerfeier danach, nach der Beerdigung, dass man irgendwo im Lokal oder sonst wo zusammenkam. Das fehlte auch.
Denn die Gemeinschaft trägt einen ja auch in solch einer Zeit. Und nun haben wir diesen Sonntag, diesen einen Sonntag im Jahr, an dem wir ja nicht nur an die Verstorbenen des letzten Jahres denken, sondern überhaupt auch an unsere Lieben, die ja schon vielleicht vor einigen Jahren verstorben sind. Und die Frage, mit welcher Haltung und Erwartung können wir das eigentlich tun? Und können wir als Kirche einen Unterschied auch machen? Einen Unterschied zu, das Leben muss halt weitergehen, wir werden ihn oder sie in Erinnerung behalten. Vielleicht noch gut, dass er nicht noch länger leiden musste. Das alles kann richtig sein, das darf man auch sagen, doch das können auch andere sagen. Aber hier und heute muss doch noch was anderes zu hören sein, nämlich, was will Gott dazu sagen? Und da ist doch die Aufgabe von Kirche, von Gottesdienst, Aufgabe einer Predigt, Gottes Wort eben auszusprechen. Was Gott einem auch angesichts des Todes zu sagen hat, und das will ich tun. Und ich bin davon überzeugt, dass alles, was ich heute im Namen Gottes eben sagen kann, in Hoffnungsbildern der Ewigkeit und in Trostworten der Barmherzigkeit, alles einmal in den Schatten gestellt werden wird. Nämlich, wenn wir wirklich sehen, was wir jetzt nur glauben können. Und wir haben den Predigttext ja gehört zum Ewigkeitssonntag. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich zitiere nur ein paar Stellen nochmal. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Offenbarung gehört zur sogenannten, dieses Wort gehört zur sogenannten Apokalypse, Offenbarung. Die meisten verbinden mit Apokalypse nichts Gutes. Und zurzeit haben die sogenannten Apokalyptiker auch Hochkonjunktur. Im Mittelalter war es die Pest und die Menschen sahen das nahe Ende. Heute ist es entweder Corona, der Beginn vielleicht einer weiteren Seuchenwelle, oder Klimakatastrophen. Und wenn nicht das, es gibt auch noch, schon vergessen, Atombomben, mit denen wir vielfach die Erde in die Luft jagen können. Die Botschaft der Panikmacher ist ja gar nicht so verkehrt. Ja, fast prophetisch, kehrt um und ändert euer Leben, damit wir die Katastrophe noch aufhalten können. Das ist ja meistens die Botschaft der Apokalyptiker. Die Apokalypse des Johannes, aus dem ich den Abschnitt las, die weiß, das Ende kommt, so oder so. Und das können wir gar nicht aufhalten. Das Ende ist aber für Johannes der Beginn von etwas total Neuem, etwas Verheißungsvolles. Und das hört man bei den meisten Apokalyptikern oder Apokalypsen unserer Tage nicht. Klar, zuvor geht es sozusagen heiß her. Die Offenbarung des Johannes strotzt vor erschreckenden Bildern. Da ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Da taucht das Böse als Tier aus dem Abgrund auf. Und auch von Seuchen und Umweltkatastrophen ist die Rede in der Johannes-Offenbarung. Doch diese Bilder spiegeln vor allem bildhaft die Situation wider, aus der Johannes auf der Gefangeneninsel Patmos schreibt. Johannes lebte unter dem Kaiser Domitian, der sich Kyrios, Gott und Heiland nennt. Und weil Johannes eben diesem Kaiser keine Ehre zollte, wurde er verbannt. Er war, wir würden heute sagen, ein Regimekritiker. Weil er den Mund nicht halten konnte, wurde er mundtot gemacht. Doch dann hat er an einem Sonntag, übrigens das erste Mal, dass im Neuen Testament der Sonntag erwähnt wird, an einem Sonntag eine Vision. Und die ruft er durch die Jahrhunderte: Siehe, ich mache alles neu. Er sagt es denen, die an einer ausweglosen Situation leiden. Unter Verfolgung, unter Unterdrückung, weil sie an Christus glauben. Es gibt für sie eigentlich irdisch gesehen keinen Ausweg. Und er sagt Menschen ohne Hoffnung, doch es gibt eine Hoffnung. Und er sagt es denen, die alles so furchtbar sinnlos halten, es gibt einen Sinn, einen neuen Sinn. Statt Untergang setzt er auf Neuanfang.
Statt Runderneuerung schafft er eine Totalerneuerung. Statt Vertröstung gibt er Trost. Das erste, statt Untergang Neuanfang. Alles läuft letztlich auf das eine hinaus, diese freie Sicht auf den geöffneten Himmel, auf Gottes neue Welt und der neuen Stadt Jerusalem. Die Geburtsschmerzen der neuen Welt werden vorbei sein. Das Schlusswort am Ende des Tunnels, sieh, ich mache alles neu, will einem Hoffnung geben. Übrigens, dieses Wort ist das erste Mal, dass Gott persönlich in der Offenbarung spricht. Es ist derselbe Gott, der am Anfang die Schöpfung mit einem Machtwort schuf, es werde Licht. Und der einem zuspricht bei der Taufe, so spricht Gott, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Liebe Gemeinde, klar, man kann sich natürlich alles schönreden. Und es gibt viele, die glauben an ein Leben nach dem Tod, weil sie es sich einfach wünschen, weil es schön wäre, egal in welcher Form. Viele glauben eher an die Reinkarnation als an die Auferstehung. Zuletzt haben mich Schüler gefragt, was spricht denn ihrer Meinung nach für die Existenz eines persönlichen Gottes und damit auch in Folge für ein Leben nach dem Tod? Und ich antworte Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Gott hat sich gezeigt. Und entweder war Jesus ein verlogener Wahlversprecher und Schleuderer von Fake News oder er war Gottes Sohn. Gottes Offenbarung in diese Welt hinein, zu zeigen, wie Gott ist und wer Gott ist. Und eben, dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten, das zeigt mir, da muss was dran sein. Und dass man mit diesem Glauben dann Erfahrungen machen kann. Gott hat hier auf Erden gezeigt, wie er mit dem Tod umgehen kann, auch mit meinem Tod. Er kann ihn überwinden. Und das glaube ich. Doch wenn wir glauben, dass Jesus lebt und da ist, dann ist auch seine versprochene neue Welt keine Utopie, keine Jenseitsvertröstung, kein Wunschdenken, sondern wirklich eine Welt, mit der man rechnen kann. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Statt Runderneuerung, das ist das Zweite, schafft er eine Totalerneuerung. Gott renoviert nicht, er bessert nicht aus, er macht alles neu. Auch wenn wir in der neuen Welt viele positive Elemente aus der alten Welt sicherlich vorfinden werden, es wird noch einmal ganz anders sein. Das Meer, heißt es hier, wird nicht mehr sein. Keine Panik für alle Segler und Meerliebhaber, aber das Meer galt in der antiken Welt als der Inbegriff des Bedrohlichen und Unberechenbaren. Ja, für das Sterben. Flüchtlinge, die über das Mittelmeer wollen, können es bestätigen, sofern sie überleben. Wie schon gesagt, mit dem Bösen und mit dem Chaos wird es ein Ende haben. Es ist besiegt. Kein Neid, kein Streit, keine Eifersucht mehr, kein Shitstorm mehr, kein Rassismus, keine Ungerechtigkeit mehr. Alles, was uns zur Hölle auf Erden machen kann, gibt es nicht mehr. Stattdessen die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. So das Bild. Das neue Jerusalem ist kein Menschenwerk, sondern Gottes Werk. Am Ende der Geschichte kommt der Himmel zu uns. So wie Jesus an Weihnachten auf die Erde kam. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich zeltete unter uns. So heißt es jetzt, siehe da die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott liebt es zu campen. Damals gab es eine Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Und ab und zu durfte der Priester rein in die Gegenwart Gottes. Und später in Jerusalem durfte der hohe Priester auch nur einmal im Jahr am Yom Kippur in das Allerheiligste. Hier heißt es, und er wird bei ihnen wohnen, keine Schranken mehr. Sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.
Im neuen Jerusalem wird es keine Klagemauer mehr geben. Der Streit um das alte Jerusalem zwischen Juden, Christen und Muslime vergessen. Katholiken und Evangelische wird es so nicht mehr geben. Keine Sunniten und Schiiten, keine Hindus oder Buddhisten, keine Amerikaner, Deutsche oder Franzosen, nur Menschen. Unterschiede in Hautfarbe gibt es nicht mehr. Alle Distanz zu Gott wird aufgehoben sein. Kaum vorzustellen, wir werden Gott Auge in Auge sehen. Und je mehr wir spüren, wie sehr Gott uns mit seiner Zärtlichkeit liebte, je mehr wird sich auch unsere Liebe zu ihm verstärken. Das Dritte, statt Vertröstung, Trost. Wie eine Mutter ihrem Kind die Tränen abtrocknet, wenn sie sich so richtig wehgetan hat, so wird Gott mit seinem großen Taschentuch unsere Tränen abwischen. Doch bevor sie abgewischt werden können, müssen sie vielleicht auch da mal nochmal zuerst einmal geweint werden, offen. Auch die, die bisher noch gar nicht rausgekommen sind, weil man die Trauer und den Schmerz, vielleicht auch die inneren Verletzungen des Lebens verdrängt hat. Jetzt darf alles raus. Jetzt müssen wir uns unsere Tränen nicht schämen. Wir dürfen befreit weinen und Gott schließt uns dabei in seine Arme. Und dann wird auch der Tod nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Stattdessen wird aller Durst nach Leben, nach Sinn, nach Vollendung gestillt werden. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer auf diese Zukunft hofft, nimmt den Trost daraus auch schon mit in den Alltag jetzt und wird selbst zum Tröster. Man kann sich auch gegenseitig in der Trauer hilfreich sein. Ich weiß, Besuche sind schwierig zurzeit, aber wir haben Telefon. Und vielleicht kann man auch auf den Gottesdienst hinweisen, zum Beispiel jetzt nochmal, er wird online aufgenommen und er wird ja übertragen. Einfach mal weiter linken sozusagen. Vielleicht nehmen Sie auch ein paar Zettel mit am Ausgang zum Ewigkeitssonntag. Ich habe hier auch nochmal ein Wort hingelegt, ein kleines Heftchen, ein Traktat, was ich zum Ewigkeitssonntag mal vor 2 Jahren geschrieben habe. Ein Quantum Trost zum Mitnehmen und Weitergeben. Und die Hoffnung auf die neue Welt tröstet nicht nur Sie, inspiriert auch zu hoffnungsvollen Taten. Friedrich Bodelschwingh, er musste 4 Kinder begraben. Doch seine Hoffnung auf die neue Welt ließ ihn gegen das Elend protestieren, und zwar praktisch. Es entstand Bethel. Die Hoffnung der Christen auf die neue Welt motivierte sie zum Protest gegen Armut und Ungerechtigkeiten. Am Tag vor seiner Ermordung in Memphis betete Martin Luther King: Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen, und ich habe hinübergesehen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch, aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Die Hoffnung auf Gottes neue Welt und der Dienst an unserer alten Welt sind 2 Seiten derselben Sache. Die Sehnsucht, o Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, und die Liebe zur Erde und seinen Menschen schließen sich nicht aus, sondern die Sehnsucht befreit einen, gelassen, ohne Angst und Panik, ohne Hysterie oder Gleichgültigkeit, voller Liebe Verantwortung zu übernehmen für die Nächsten und für diese Welt. Und Gott gebe uns die Kraft dafür. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt. Auf steinigem Grund wachse in mir. Sei keimender Samen, sei sicherer Ort. Treib Knospen und Blühe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Zerbricht. In kalter Zeit atme in mir. Sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, sei Flamme und brenne in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Brenne in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Herr, du bist die Freude, wo Lachen erstrickt, in dunkler Welt lebe in mir. Sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, sei Stimme und singe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Singe in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand. Und segne mich und deine Erde. Wir beten miteinander und wenn es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Ewiger Gott, Herr der Zeiten, wir denken zurück an Menschen, die einmal zu unserem Leben gehörten, jetzt aber nicht mehr unter uns sind. Weil wir sie liebten, fehlen sie uns jetzt und ihr Fehlen macht unser Leben einsamer. Aber wir glauben sie in deine Hände hinein, mit ihrer ganzen Lebensgeschichte. Du trägst sie in deinen Herzen. Du versprichst Ewigkeit. Du verheißt Leben über den Tod hinaus, denn du bist die Auferstehung in Person. Du bist selbst das Leben. Und so bitten wir dich, begrenze du die Macht des Todes durch Kriege, Hunger und Krankheit. Herr, wir hören immer noch von unseligem Leid in aller Welt, von Krieg und Hunger. Wir sehen auch die Vernichtung durch Umweltkatastrophen, aktuell durch die Hurricanes in Nicaragua. Wir sehen das Elend in vielen Flüchtlingslagern. Herr, erbarme dich dieser Menschen und schenke allen Verantwortlichen den Willen, die Macht und Weisheit, spürbare Veränderungen zu erzielen. Herr, wir bringen dir auch alle unsere Kranken, besonders die Menschen, die auf Intensivstationen liegen. Die Ärzte bringen wir dir, die Pfleger. Erbarm dich ihrer. Du bist der Arzt, der Heiler. Erbarme dich. Und lass alle in ihrer Krankheit auch deine Nähe spüren. Und nun bringen wir dir auch unser ganz persönliches Gebet, unsere Bitte, unsere Fürbitte in der Stille. Danke, Herr, dass du unsere Bitten erhörst und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Einmal auf die Kollekte am Ausgang hier. Es ist bestimmt für die Gemeindearbeit, im Besonderen eben die Arbeit des Presbyteriums. Und für die in der zweiten Kollekte, für die landskirchliche Kollekte, ist für die Altenarbeit und die Hospizarbeit bestimmt. Ich weise auch nochmal darauf hin, dass am nächsten Sonntag findet hier kein Gottesdienst statt, sondern wir machen einen Gottesdienst auf dem Weg. Das heißt, es gibt innerhalb der kleinen Altstadt hier einen Rundweg, verschiedene Stationen, 12 Stationen, beginnend hier in der Kirche. Und es gibt Impulse, wo man letzten Endes was Schönes lesen kann. Wer mag, der kann auch mit seinem Handy und mit QR-Code dann auch ein Lied eben sich sozusagen per Smartphone anhören und mitsingen. Draußen kann man das ruhig mal machen. Lassen Sie sich überraschen, was es alles für so Impulse gibt, aber man kann auch mal einen Gottesdienst sozusagen rund um Gräfrath gehen. Das fängt um 10:30 an oder da kann man loslegen. Hier einfach kommen Sie mal hin und kann aber auch um 2 Uhr noch kommen, bis um 4 ist das auf jeden Fall, hängt das noch. Und dann verteilt sich das so ein bisschen. Erster Advent, so auch nochmal so eine Idee. Ansonsten am zweiten Advent ist hier ganz normal wieder Gottesdienst. Lade ich herzlich dazu ein und wir bemühen uns auch immer wieder, auch die Gottesdienste hier, 2., 3. und 4. Advent, auch online zu übertragen. Wir hoffen, dass wir den Heiligabend-Gottesdienst auf dem Marktplatz feiern können. Das ist immer noch alles ein bisschen wackelig, man weiß es noch nicht, ob wir die Erlaubnis bekommen. Auf jeden Fall wird ein Gottesdienst auch online übertragen und zum Heiligabend, aber wir hoffen, dass wir das auch Präsenz feiern können auf dem Marktplatz. Der Weihnachtsbaum steht schon, habe ich gesehen. den haben wir sozusagen von innen nach draußen verlagert. Ja, ansonsten, wenn wir nochmal aufstehen zum Segen. So geht jetzt hin im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen nochmal Platz und hören das Orgelnachspiel.